da, Chef. Uwe, dürfen wir mit zum Mähen? Oh, bitte. Was fehlt denn noch, dass Emil vor dem Mähbalken rumturnt? Wisst ihr, wie scharf so ein Teil ist? Oh, verdammt. Zeig mal her. Gefährlicher als ein Haifisch. Wir sind doch ganz vorsichtig. Wir passen auch auf. Ja, aufpassen. Ich bin schuld, wenn ihr ohne Arme und Beine nach Hause kommt. Nee, nee. Wir wissen aber immer noch nicht, was wir spielen sollen. Ja, wieso habt ihr denn nicht Lisa gefragt? Die hätte euch bestimmt gerne mitgenommen. Die hat gesagt, die Kutsche ist voll. Ach so? Ja, zahlende Mitfahrer gehen natürlich vor. Und was mit Hexe? Hockey. Ach so, ja. Wieso übt er denn nicht Radfahren? Oh ja, bitte, Tobias. Ich hab mir was Besseres vorgestellt. Naja, du hast es ja aber versprochen. Na gut. Ich steig auf, aber vorsichtig. Ja, gut. Und jetzt von rechts. 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 Das geht ja schon ganz gut. Das hier ist zu gefährlich und nie ohne Helm, Kiki. Klugscheißer. Was will der Kruse denn schon wieder hier? Hat der Typ kein Zuhause? Lass ihn da. Mama freut sich immer, wenn er kommt. Tun Sie auch Erdbeeren mit rein? Rote Grütze ohne Erdbeeren? Das schmeckt doch gar nicht. Auch wenn Sie das kochen. Ihre Schwiegermutter kommt. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Kruse. Ich wollte nicht stören, Carla. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt losgehe. Wir spielen heute bei Lilo. Aber komm nicht so spät zurück. Wir wollten auch heute Abend grillen. Naja, rechnet lieber nicht mit mir. Du weißt ja, bei Lilo versacken wir meistens. Tschüss, Herr Kruse. Tschüss. Also, tschüss. Ich hab ganz vergessen, dass heute Ihr Britstag ist. Haben Sie vielleicht Lust auf ein verbranntes Nackensteak? Wieso verbrannt? Wenn Timo grillt, muss er mit allem rechnen. Die rote Grütze, das ist so eine Art Entschädigung danach. Möchten Sie mal probieren? Hallo, Timo. Ich wollte dich mal wegen der Feuersalamander fragen, die du neulich entdeckt hast. Ob du mir die Stelle mal zeigst? Feuersalamander? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Schade. Moment. Hinterm Hof. Im Wald. Da können Sie Glück haben. Mhm. Was ist? Möchten Sie noch probieren? Gern. Verwechselt. Tut mir leid. Schmeckt wohl doch nicht alles, was ich koche. Trauen Sie sich trotzdem, am Abend zu kommen? Ich bin Stier. Die sind hartnäckig. Okay, was kriegst du? Quatsch, ich will doch kein Geld von dir. Ich geb dir 10 Mark, okay? Nein, ich will es nicht. Dann lade ich dich zum Eis ein. Okay.
Übrigens, ich habe Hexe in der U-Bahn gesehen, mit Hockeyschläger. Ehrlich? Sie dich auch? Glaube ich nicht. Jetzt ist eigentlich die Bahn zu kriegen. Und warum hast du es nicht gleich gesagt? Weil ich glücklich war, dich zu sehen. Hü, Mausi. Was nehmt ihr denn für abends mit? Wie, meint ihr echt abends im Camp ist was los? Ja, vielleicht gibt's da ja irgendeine Disco oder sowas. Was meinst du, Hexe? Ich? Hallo, David. Hi. Los, mach weiter, schlag mich ein. Ach, du hast eine Uhr. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Was? Ja, wie spät ist es jetzt? Wie spät? Ja, wie spät? Du hast eine Uhr. Sag mal bitte. Ach so, 3:10. Danke. Was ist? Geht's mal weiter? Mensch, Hexe, wenn du dich gesehen hättest. Alle haben dich beobachtet. Na und? An so einen wie David kommst du nicht ran. Zu viele Fans. Ich bin auch einer. Ich auch. Ich auch. Ja. Was ist denn passiert, Uwe? Junges Reh. Ich hab's mit dem Mähbalken erwischt. Sieht schlimm aus. Soll ich mal gucken? Ich hab zwar immer nur Menschen verarztet, aber so groß ist der Unterschied auch nicht. Gut, aber mach schnell. Ich bring's in den Stall. Ich komme sofort. Ich hol nur schnell meinen Koffer. Schönes Gefühl, wenn einem sowas passiert, was? Was meinst du, wie schlecht mir ist? Das sieht nur nach einer Schnittwunde aus. Ja. Es hat sehr viel Blut verloren. Ich denke, die Angst und der Schock sind eben. So, ganz ruhig. Na, ist ja gut. Na, ist ja gut. Was transportieren können, dann bringen wir es in den Tierpark. Warum ist es denn gefesselt? Weil es sonst nicht zu bändigen gewesen wäre. Warum ist es denn nicht einfach vom blöden Meer weggelaufen? Rehkitze verhalten sich bei Gefahr vom Instinkt her anders als junge Hunde oder... Ja, zum Beispiel Fohlen. Sie machen sich so klein wie möglich und warten ab, bis die Gefahr vorüber und die Mutter wieder da ist. Ja. Und so passiert es dann, jedenfalls oft genug. Alles klar. Na komm. Ja. So, ich denke, es ist besser, wenn wir gleich gehen, damit es sich ein bisschen beruhigt. Ja. Babsi? Hm? Kiki bleibt hier, bitte. Also,
Ich hätte nichts dagegen, wenn jemand aufpasst. Na gut, vielleicht ist es besser, wenn jemand hier bleibt. Komm, Nasi. Wie spät? Warum? Musst du wieder zurück? Ja, leider. Ich bring dich noch zur U-Bahn, okay? Okay. Komm, Mausi. Hallo, Tobias. Hallo. Hallo, Oskar. Na? Haben Sie Timo gesehen? Wir wollen nämlich grillen. Leider nicht. Aber weißt du zufällig, wo er hier die Feuersalamander entdeckt hat? Feuersalamander? Ja. Da hat er sie aber ganz schön auf den Arm genommen. Ach, verstehe. Aber wir haben verletztes Reh im Stall. Und du hast vorhin beim Mähen verletzt. Schwer? Naja, geht so. Babsi hat es gleich verbunden. Na, was ist? Kann ich den kleinen Patienten mal sehen? Nein, das geht nicht. Es braucht Ruhe, sagt Babsi. Sie hat alle weggeschickt. Bis auf Kiki natürlich. Ach, Kiki durfte bleiben? Wieso das denn? Weil alle sie so süß finden. Was meinst du? Wollen wir zwei das Grillen übernehmen? Ehrlich? Ja. Klasse Idee. Komm. Komm, Oskar. Oskar muss an die Leine, damit er keine Rehe jagt. Aber die Bauern mit ihren Maschinen dürfen sie totmangeln. Timo. Hey, ich hab's ja nicht gesehen. Das passiert ja nicht andauernd. Und außerdem hätte es noch schlimmer kommen können. Aber verletzt ist es. Man müsste irgendwas erfinden, das die Tiere wenigstens besser schützt oder verjagt. Ja, aber was? Guten Tag allerseits. Was machst du denn hier? Das siehst du doch. Wir wollten für dich das Grillen übernehmen, aber vielleicht können wir dir wenigstens helfen, ha? Wunderbar. So viele arbeitswürdige Männer habe ich noch nie hier gehabt. Musst du sie noch wegen der Rechnung an die Stärkefabrik Bescheid sagen. Kartoffeln bringen auch immer weniger. Ich bin gleich wieder da. Ich komm mit. Hab sowieso keine Lust mehr. Ey! Sonst darf ich den nicht mal anfassen. Wetten, dass der sauer ist? Vielleicht grillt er lieber allein. Logisch. Der glaubt doch sowieso, er kann alles besser als ich. Denkt er jedenfalls. Ja, mach dir nichts draus. Soll ich mal nach ihm sehen? Geh du dann mal gucken. Sag ihm einfach, wir kommen ohne ihn nicht weiter. Das sag ich bestimmt nicht. Na, was ist? Ich hab Hunger. Da sind wir. Du, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Was denn? Ich habe immer gedacht, Griechenland ist schöner als Hamburg. Stimmt gar nicht. Wie meinst du das denn? Du, Lisa, ich habe echt nichts gegen meine Mutter. Aber ich bin froh, dass sie krank geworden ist. Ehrlich. Sebastian, hilf! Warte doch! Leg dich ab, ist ja noch mal gut gegangen. Ach, geht's schon wieder um das verletzte Kitz? Vielleicht sollten wir uns einen neuen Kreisel mehr kaufen, Uwe. Der hat nämlich eine Schutzvorrichtung. Ach, und sagst du mir auch bitte, woher wir die 15.000 Mark hernehmen sollen für so ein Wundermeer? Außerdem brettert er so schnell über die Wiese, dass das Wild schon wieder durch das Tempo gefährdet wird. Ach, ihr alle seid doch das Letzte. Hey, Timo, was hast du denn für eine Laune? Hey, wo warst du die ganze Zeit? Ey, was fällt dir denn ein? Ganz wunderbar, Herr Kruse. Hm. Danke. Nur ein bisschen verbrannt. Na, was macht das Reh? Ich dachte, ihm wäre nichts passiert und jetzt hat es einen dicken Verband ums Bein. Eine Vorsichtsmaßnahme, hat Babsi gesagt, damit es keine Nachblutung gibt. Das ist ja furchtbar. Und sowas kann jeden Tag wieder passieren. Man müsste den Mähbalken verändern. Vielleicht doch so eine Art Schutzvorrichtung vor den Messern. Sowas habe ich mal gesehen. Also wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin dabei. Ich komme drauf zurück. Das war ja eine Endloskutschfahrt. Was waren das für Leute? Du hast ihn nie kennengelernt. Die wollten nicht so lange laufen. Ich muss sie noch zur U-Bahn bringen. Na Lisa, jetzt hast du sicher Hunger, hm? Vielen Dank, Hunger habe ich nicht, aber Durst. Wo ist denn Timo? Der hat keinen Hunger.
war denn los mit dir? Hat Timo dich angesteckt? Der war auch den ganzen Abend so komisch. Wer weiß, vielleicht liegt es ja am Mond. Woran? Ach, vergiss es. Irgendwie habe ich gedacht, man könnte es mir ansehen. Wieso? Was denn? Eigentlich solltest du ja nichts davon wissen. Aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Wovon sollte ich nichts wissen? Er hat mich geküsst. Wer? Sebastian? Oh, Wahnsinn. Das hätte ich dem echt nie zugetraut. Erzähl mal, wie war's denn? Irgendwie ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Wieso? Wie denn? Ich habe ganz zittrige Knie bekommen. Das ging vom Kopf bis in die Füße. Wie ein elektrischer Schlag. Das klingt, als ob es wehgetan hätte. Quatsch, das sind die Nerven. Aber es ist ein super Gefühl. Also so richtig vorstellen kann ich es mir irgendwie nicht. Du musst es einfach mal ausprobieren. Was ist denn mit diesem David? Stell dir vor, der hat mich heute angesprochen. Aber ich glaube, ich habe ziemlich blöd reagiert. Echt? Was wollte er denn von dir? Hat mich nach der Uhrzeit gefragt. Ach so. Du brauchst gar nicht so blöd zu lachen. Schließlich hat er mich gefragt, obwohl da genug andere rumliefen. Na, hoffentlich hast du ihn nicht gleich angehimmelt. Zuerst musst du nämlich ganz cool tun, weißt du? Aber er soll doch auch merken, dass ich ihn gut finde. Genau. Das ist ja die Kunst beim Flirten. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für Timo. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Wollen wir das Sie nicht mal weglassen? Von mir aus. Timo ist eifersüchtig, das ist alles. Er hat doch gar keinen Grund. Na, wer weiß. Auf jeden Fall ist er sehr sensibel. Und wenn ich komme, dann macht er mal gleich auf dem Absatz Herd. Aber er weiß doch, dass ich ihn und Tobias über alles liebe. Und jetzt natürlich auch Kiki. Das ist toll, wie du das alles auf die Reihe kriegst. Ja, manchmal bin ich schon ganz schön fix und fertig. Da fehlt schon mal jemand, mit dem ich reden könnte. Nach so einem Moment, so allein mit dir, habe ich mich schon lange gesehen. Ich glaube, ich habe das Flirten verlernt. Mir geht's genauso. Wollen wir es nicht zusammen üben? Aber wollen wir nicht lieber reingehen? Ist ja mächtig spät heute Abend. Jetzt weißt du es also. Ich wollte sowieso mit dir reden. Nicht nötig. Ich habe schon kapiert. Jan und ich mögen uns sehr. Und wir waren beide sehr lange allein. Und was ist mit uns? Wo bleiben wir? Ach, Timo. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu lieben. Den Partner, die Geschwister, die Eltern, die Kinder. An meiner Liebe zu euch ändert das überhaupt nichts. Verknall dich doch in wen du willst. Ich muss ihn ja nicht toll finden. Brauchst du ja auch gar nicht. Ich möchte nur, dass du Jan akzeptierst. Mehr nicht. Will er hier etwa einziehen? Wollt ihr heiraten? Darum geht's doch gar nicht. Jan wird nur öfter hier sein. Oder ich bei ihm. Wir wollen einfach Zeit miteinander verbringen. Ach, macht doch, was ihr wollt. Hallo, Timo. Na? Use ist auch schon da. Ach, schmeißt sie sich jetzt an Uwe ran, hm? Wichtig, Tor. Find's gut, dass er heute Morgen schon so früh gekommen ist. Du hast nicht den richtigen Durchblick. Warum hast du eigentlich so einen Hass auf ihn? Das raffst du schon irgendwann. Wart's ab. Ja, einstellen. Tobias! Reingucken, bitte. Na gut. Warte hier, Einstein. Und bleib schön auf dem Tisch. Denk an Oskar.
wir müssten die Leiste so 50 Zentimeter von Messern befestigen. Aber wie? Eine Idee, Herr Kruse? Ja, vielleicht nehmen wir ein Bandeisen und das machen wir dann mit Draht fest. Das ist es. Ich habe noch eins in der Remise. Aber dann brauchen wir noch die konkreten Maße. Na, ich messe das aus. Hi, Timo. Auch schon munter? Ach, bitte. Hallo, Timo. Hast du mal einen Moment Zeit? Was ist? Na, ich würde gerne mal mit dir reden. Brauchen Sie nicht. Ich weiß schon Bescheid. Hat deine Mutter schon mit dir gesprochen? Wir reden über alles. Das können Sie noch nicht mal ändern. Das will ich doch gar nicht. Was ist mit dir los? Probleme? Kann man wohl sagen. Ja, der ist wahnsinnig eifersüchtig. Ich bin nun mal in seine Mutter verliebt. Kann ich gut verstehen. So. Ja. Mal sehen. Schätzen wir so 1,40? 1,50. Na wunderbar, passt doch. Genau, 2x75 passt. Morgen. Guten Morgen. Na, wie war der Abend gestern? Habt ihr mich sehr vermisst? Ehrlich gesagt, nein. Aha. Herr Kruse war ja auch ein netter Ersatz, ne? Halt mich bitte nicht für übertrieben neugierig, Carla, aber darf ich dich mal was fragen? Natürlich. Ist die Sache zwischen euch so ernst, wie ich vermute? Jan und ich verstehen uns sehr gut. In jeder Hinsicht. Sonst wäre er bestimmt nicht über Nacht geblieben. Aha. Karl ist ja auch schon 12 Jahre tot. Und du bist schon viel zu lange allein. Vielleicht ist ja Herr Kruse der Mann, der das ändern könnte. Ach, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe mich in den letzten Jahren schon 2-mal getäuscht. Übernachtet hat die aber noch keiner. Vielleicht hätte ich Jan auch lieber nach Hause schicken sollen. Timo hat Probleme mit ihm. Ja, Timo hätte Probleme mit jedem Mann. Der hält sich doch selbst für deinen besten Partner. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn oft mit Dingen belastet, für die er einfach zu jung ist. Er wirkt aber auch oft schon sehr erwachsen. Hm. Lass ihm Zeit, Carla. Der wird sich an die neue Situation schon gewöhnen. Du bist eine tolle Frau. Und eine attraktive dazu. Was machst du denn hier? Kannst du auch nicht schlafen? Ich bin so aufgeregt. Meinst du, das Reh erkennt uns wieder? Na klar, Rehe sind doch schlaue Tiere. Und außerdem haben wir es ja gerettet. Aber das ist jetzt schon lange weg. Ach, wir sehen es doch morgen wieder. Möchtest du auch? Da ist es. Nein, nein, das ist doch viel zu groß. Da ist es. Quatsch, das hat doch ein Geweih. Guck mal da hinten. Da, das ganz klein. Das ist es. Fühlt es sich wohl? Ach, natürlich, guck doch mal. Es hat doch schon viele Freunde gefunden. Und lacht. Guck mal, es sieht aus, als würde es lachen.